Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit My Time at Port. Ja, in der Kleidung wirkt es irgendwie doch noch ein bisschen skurril, dass sie die Kleidung auch im Bett trägt. Ich weiß nicht, so einen dicken Pelzkragen würde ich nun nicht unbedingt im Bett tragen wollen, geschweige denn die Stiefel. Aber egal, wenn Mira das Spaß macht, dann soll sie es doch tun. Was geht denn da ab? Wow. Hoher Besuch offenbar. Okay. Da sollte ich vielleicht mal vorbeischnuppern. So, erstmal haben wir Post von Albert. Hey Handwerker, da der Hafen jetzt verbessert wurde, wollte ich dich informieren, dass wir weitere vorgefertigte Entwürfe von Vega 5 importieren konnten. Mit diesen Teilen steht uns jetzt das Produktionsgebäude in unserem Katalog bei ANG zur Verfügung. Du solltest es dir wirklich mal ansehen. Ja, ich will das auch unbedingt haben. Dank der Verbesserung des Hafens von Portia können wir jetzt den neuesten Reliktscanner von Vega 5 in die Finger kriegen. Das sollte allen Ruintauchern bei der Arbeit helfen. Für die Verbesserung des Schaltpuls vor dem verlassenen Ruin ist eine einmalige Gebühr erforderlich. Yes. Offenbar kriegen wir jetzt so richtig den crazy shit. Ach, herrlich. Neue Technologie und offenbar auch eine neue Questreihe. Es wird richtig herzig gerade hier. Ach, ist das super. Ich liebe es. Was wollte ich jetzt überhaupt noch tun? Ich weiß es doch nicht. Aber Sam will mit mir schnacken. Einen anderen Mal vielleicht. Oh, Mensch, da bin ich gespannt, ob es auch noch eine neue Hauptquestreihe gibt. Aber da sind ja welche gelandet. Von daher gehört das offenbar zur Story dazu. Da bin ich mal echt gespannt. So, Gail, mit dir schnacken wir natürlich auch noch mal. Warum auch nicht? Oh ja, so langsam entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Und ja, wir werden gegrüßt mit einem munteren Hey. Kann ich nur erwidern. Aluminiumplatten oder Kaiserblaumakrele. Nee, Blaumakrele lassen wir erstmal sein. Da nehme ich lieber den anderen Auftrag. Wie stehen wir überhaupt gerade da? Das wäre mal interessant zu sehen. Ja, das ist noch ganz solide. Ich denke, das sollten wir auch jetzt im Winter halten können, auf jeden Fall. Und wir müssen auch Platz schaffen für die Fabrik dann. Wenn wir das Ding schon bauen können, dann müssen wir das ja auch irgendwo mal platzieren. Ich guck mal, wo und wie viel Platz und ja, was halt sonst noch so ansteht halt. Ach, das sieht ja so schön aus mittlerweile, du. ANG Bauladen. Ah, oh, was gibt es denn hier noch so alles? Ein Kamin, yeah! Okay, das ist jetzt wichtig. Ohne Kamin geht hier gar nichts. Ach, hier haben wir noch schöne Dinge auf jeden Fall. Haben wir auch eine richtige Küche vielleicht? Hölzerner Blumenplatz. Oh, hier gibt es auch richtig schöne Sachen für den Garten. Eieieiei. Oh, ein Mini-Karussell. Kann man damit auch fahren? Und ein neues Doppelbett. Ach, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Alles so teuer. Und hier, nee, das ist nicht der Katalog. Wo ist der Katalog? Da ist der Katalog. Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt kaputt. Aber glücklicherweise nicht. Nee, was können wir denn hier? Fabrik. Wenn ich eine Fabrik bauen... Achso, bauen. Okay, da brauchen wir verbesserten Motor und ein paar Aluminiumplatten. Aber die dürfte nicht das große Problem werden. Das Geld haben wir auf jeden Fall. Kurz gucken, bauen. Ja, wenn wir hier so den Platz frei machen, dann sollten wir das hinbekommen. Ja, gucken wir einfach mal, wie wir das freiräumen können. Und da tun wir es einfach.
Da haben wir zur Not auch bei der nächsten Folge ein bisschen was zu tun, wenn wir die große Jubiläumsfolge haben. Wobei die vermutlich gar nicht so viel größer wird, weil die Tage ja doch an und für sich begrenzt sind. Aber trotzdem, würden wir einfach mal schauen. Ich möchte auch noch die Nora eigentlich sprechen. Nora, wobei Emily ist auch ganz nett. Können wir auch mal reden. So, aber ich wollte ja eigentlich mit der Nora reden. Die hat sogar ein eigenes Radio, habe ich mir sagen lassen. Aber bei so vielen Spieluhren, kein Wunder, dass es Radio Nora gibt. Da sehe ich jetzt aber nicht ihr Symbol. Da sehe ich ein Ausrufezeichen irgendwo. Ja, mal gucken. Vielleicht ist sie ja trotzdem drinne und es wird einfach nur nicht angezeigt. Es sollen manchmal die ulkigsten Dinge vorkommen. Nora Leinchen, nee. Nora Leinchen ist nicht da. Dann müssen wir woanders gucken. Und vielleicht brauchen wir auch mal wieder ein paar neue Pigmente. Jetzt wird es gar nicht mal so schlecht, glaube ich, dass wir neue Pflanzen für Farm anbauen. Das können wir ja, wenn wir sowieso unseren Garten nochmal ummodellieren, können wir ja das gleich mitmachen. Immer mal wieder was Schönes halten, ne? Und dann sich ein Mint auf jeden Fall rumlatschen. Ein Lee ist auch in der Gegend. Ich brauche die Nora. Weil nehmen wir mal die Alice. Die ist ja auch eine ganz schnuckelige. So, Nora. Hip hip, Nora. Na gut, dann geht's erstmal hier hin. Nora finden wir noch. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal haben wir andere Dinge zu tun oder so ähnlich. Kann ich hier? Nö. Keine Ahnung, was da los ist. Warum kann ich hier mit niemandem sprechen? Hallo, ja. Hallo und wieder weglaufen, das ist nicht. Nicht mit mir. So. Ach, da ist jemand von den Neuen. Ja. Also richtig hier mit Schissler Weng ist die hier im Rumschwingen. Die Ursula. Ach, das erinnert mich hier an... Wie heißt nochmal der Bauchredner? Egal. Da hatten wir auch immer dieses Ursula. Gut. Genug Cringe-Faktor für heute. Ah, ich dachte, die Leute am Rand der Gesellschaft fieser sein würden. Aber mittlerweile bezweifle ich, dass die Menschen aus Portia sich gegen ein paar Hühner verteidigen könnten. Wie habt ihr es nur so lange überlebt? Oh Mann, das ist ja eine ganz, ganz sympathische. Ja, die habe ich schon mal richtig lieb gewonnen. Liebe auf den ersten Blick. Oder auf den ersten Tritt, keine Ahnung. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, um ehrlich zu sein. Na, da gucke ich doch mal lieber, wo ich irgendwie die Nora finde, weil... Nee, das ist ja hier... Das sind nicht nette Leute. Vielleicht muss ich da ins Rathaus gehen, um irgendwie ein Gespräch zu starten. Ja, das wäre eine Idee. Einmal so Besuch im Rathaus, das könnte man mal machen. Phyllis ist auch unterwegs. Perfekt. Und Ack. Der Akinador. So. Das scheinen echt richtig unhöfliche Gestalten zu sein. Heide Witzka, Heide Rüßling. Da ist die Nora. Nora, 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 Nora. Nora, 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 Lu. Ich sag, Bubu, was machst du? So, beschenken. Da haben wir es. Herzknoten. Yes! Nora wurde mein Schatz. Ah, wirklich? Ich bin total überrascht. Ich mag dich auch. Ich finde, es ist ein Versuch wert. Wir sollten uns öfter sehen. Ja, das freut mich auch. Ach, ist das schön. Wollen wir uns auch für morgen verabreden oder so? Ich meine, die hat ja morgen Geburtstag, ne? Da kann man ja mal sagen...
Ja, und dann gehen wir, glaube ich, einen Ballonausflug machen. Das wäre richtig romantisch. Das gefällt mir. 10 bis 12 Uhr, meine Werkstatt. Ja. Yeah. Morgen wird richtig einer drauf gemacht. Ich sehe schon kommen. Aber ich wollte ja hier mal beim Bürgermeister vorbeischauen, ob da irgendwie Gespräche sich anbahnen. Nein, Gail sitzt nur hier vor seinem Büchlein. Aber ich kann die Werkstatt umbenennen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das machen sollte, aber ich kann es. Das ist doch schon mal viel wert. Ich muss mich aber um die Aluplatten kümmern und das genug weitere herstellen, weil wir es für das Fabrikgedönsgebäude da brauchen. Also, ich weiß auf jeden Fall, was zu tun ist und ich werde es auch machen. So, da können wir ja schon mal sagen, mehr Aluplatten aus Edelalu, aus feinstem Edelalu natürlich. Wenn schon, denn schon. Oh, hier wird auch weiter Edelalu hergestellt. Das ist gut. Da füttern wir mal ein bisschen nach und dann zack. 35 Edelalu noch dazu. Dann können wir hier auch nochmal ausbauen, die Produktion. Ebenso machen wir das hier. Jawohl. Bronze kann man ja bekanntlich auch nie genug haben. Bam. Mal sehen, können wir hier überhaupt noch anderes Zeug zurechtschnibbeln. Zum Bleistift nehmen wir mal Eisenholzdielen. Ja, mittlerweile haben wir auch mehr als genug Schleim dafür. Die Zeiten haben sich halt geändert. Oder nie, wir brauchen erstmal hier das große Ding. Das nehmen wir für neuen Faserstoff, falls so schön ist. Und hier basteln wir uns zusammen Qualitätsleder vielleicht. Was braucht die Pigmente? Ja, dafür brauchen wir definitiv Dinge. Nehmen. Im Inventar ablegen. Nehmen. Im Inventar ablegen. Nehmen. Im Inventar ablegen. Nehmen. Oh Wunder, im Inventar ablegen. Nehmen. Im Inventar ablegen. Ach, scheiß drauf. Oh, ist jetzt die Frage, wie viel Platz habe ich jetzt noch im Inventar? Das ist die gute Frage. Jo, ein kleines bisschen haben wir noch. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen umherschieben, damit die weiter produzieren können. Jo, ein bisschen Schwund ist immer. Das nehmen wir ins Inventar natürlich. Ins Inventar, ins Inventar. Ins Inventar, ins Inventar, ins Inventar. Na, das klingt schon fast nervig, wie ich das mache, oder? Ja, da können wir die Säge rausholen. Jawohl, jetzt brauchen wir sie wieder. Baum. Und hier machen wir auch mal Baum. Nee, da. Zack. Weg ist das Ding. Und jetzt sollte auch genug Platz da sein. Können wir ja noch mal ganz schnell kaufen. Und da müssen wir mal sehen, was wir als nächstes Projekt angehen. Wir müssen auch das Haus auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Jetzt, wo wir es schön haben, können wir es wieder total neu umbauen. Das macht total Sinn. So, aber erstmal, bevor wir das machen, möchte ich ja... Ach nee, scheiße, da brauche ich erst noch... verbesserte Motoren und Aluplatten. Shit. Oh Mann, wenn wir da nicht zu spät kommen, um die zu kaufen. Ich sehe es schon kommen. Shit. Ach, Herr Jemine, du. Ich brauche Aluplatten und Motoren. Nehmen wir alles mit, was wir davon haben. Können wir ja mal so machen. Und was brauchte ich? Oder industrielle Motoren können es auch gewesen sein. Nehmen wir einfach mal beides. Und weil es so schön ist, brauchen wir hier verarbeitetes Metall. Da sind die Biesters. Yeah. Hier haben wir sogar eine
Go-Platte auf jeden Fall. Yes, damit schaffen wir, glaube ich, sowohl als auch. Vorausgesetzt, der Laden hat noch offen. Ich befürchte nicht. Ich kann es ja mal versuchen, ob die bis 18:30 oder so offen haben. Nein, bis 18 Uhr nur. Scheiße. Das ist natürlich nicht so fein. Na schön, dann. Für wen habe ich die Dinger jetzt überhaupt gemacht? Ah, da, ich sehe schon. Dann müssen wir tatsächlich in der Jubiläumsfolge das Ding bauen. Aber ist ja auch ganz schön. Sparen wir uns das Schönste auf für einen schönen Tag. Und wieso gehe ich überhaupt zu Fuß gerade? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal die ganz simple Begründung, weil ich es kann. Huch, jetzt muss ich doch ein bisschen in die Richtung, weil der sich natürlich bewegt. Nein, da kommt ein Bus. Mit so viel Geschwindigkeit, ich werde überfahren. Oder nee, wir beide. So. Ich mache mich aus dem Bild. Der wird jetzt überfahren. Man stelle sich das zermatschende Geräusch plus wilde Schreie vor. Und schon ist man wieder glücklich. Keine Ahnung. Oh, ist die Frage, wie weit hier der Tauschshop da offen hat. Ob ich mir da tatsächlich eine Dingsbumsmaschine holen kann. Ich drücke mich mal wieder äußerst gut aus, merke ich gerade. Ich bin echt noch auf Ursula und Co. gespannt. Oh, und ich war jetzt noch gar nicht beim Hafen. Ich hätte mir eigentlich den neuen Hafen mal anschauen können. Egal. Ich bin morgen gespannt, ob Nora auch auf einem Lama mit mir reiten kann. Das wäre die pure Romantik. Da ist wieder die Ursula. Ach ja, ein Sonnenschein. Richtiger Sonnenschein. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Und da ist das Ding. Ja, können wir tatsächlich. Da brauchen wir nur die drei Maschinen, die wir umtauschen. Und fertig ist die Laube. Eine Militärmaschine. Die brauchen wir sicherlich irgendwann. Wir müssen militärisch gegen diese komischen Heinis vermutlich vorgehen. Man weiß es nicht. Weil die sind mir so wirklich unsympathisch. Also, das ist hier so die pure Selbstverliebtheit. Mal sehen. Vielleicht werden die ja noch besser gestimmt, wenn wir entsprechend uns zeigen, dass mit uns zu rechnen ist. So, aber gucken wir, ein paar Kristalle oder sowas können wir ja nochmal abbauen, weil wir schon dabei sind. So, aber hier schön, wie ich es auch gerne mache, auf so einem Rand entlang balancieren. Auch ich hätte auch per Bus fahren können. Wieso sagt mir das niemand? Aber egal. Ich wollte hier klöppeln. So. Da, genau das Ding. Damit wir Kristalle und Energiesteine und was nicht alles bekommen. Und ein bisschen Harz nehmen wir auch noch mit. Das klebt immer so schön. Und, draufgesprungen. Aber auch wieder bei feinstem Schneefall. Das macht schon Laune. Und vor allem Hoffnung, dass ich vielleicht auch noch, na, nicht unbedingt weiße Weihnachten, aber vielleicht noch in diesem Jahr einen Hauch von echtem Schnee auch noch sehe. Man wagt ja die Hoffnung nicht völlig aufzugeben. Lieber jedes Jahr aufs Neue enttäuschen lassen. So, hier finde ich offenbar doch nicht mehr so viel Gesteins, was ich gerne hätte. Okay, dann latsche ich eben mal wieder Kraft meiner Füße wieder nach Hause.
wird ja auch langsam Zeit. Zack, einmal übers Mäuerchen. Ja, so kriegt man den Tag auf jeden Fall rum. Ich glaube, wäre ich geritten, hätte ich alles, was ich geschafft habe, gegen 20 Uhr erledigt gehabt oder so. Aber hey, ist halt nicht so. Wir haben hier eine schöne freie Fläche, die wollen wir beim nächsten Mal nutzen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon darauf. Bis dahin allerdings, ciao, ciao.